Servus und willkommen zum Livestream. Heute am Sonntag haben wir uns hier zusammengefunden und machen einen Guild Wars 2 Livestream. Auf Twitch kann man ganz schön oben rechts in der Ecke noch den Chat sehen, den habe ich mit eingeblendet. Und ich bin nicht alleine, wir haben heute zu Gast den Yoshi, servus. Moin. Den LGM X Gaming, hallo. Servus, hi. Und die Mollewolle. Hallo. Genau, und wir wollen heute mal uns einen Char erstellen, das ist so ein Katzenviech. Wir wollen damit gleich mal loslegen. Und der LGM, mit dem wollten wir eigentlich heute noch was zusammen machen. Aber das hat leider nicht geklappt. Nee, ich es bin hat auch voll, nicht, voll durch den Wind, deswegen. Ich es weiß hat gar nicht geklappt, weil wir spielen im Moment auf dem Guild Wars 2 Server Kodash. Auf dem Beta-Server Kodash. Und leider hat Guild Wars das nicht zugelassen, dass wir nachträglich nochmal den Server wechseln können. Das stimmt. Und in Zukunft, das haben wir ja dann auch bei der Gelegenheit rausgefunden, wird das wohl nur gegen Echtgeld möglich sein, ne? Genau, also da musst du richtig Kohle investieren, damit das funktioniert. Ja, das ist ja mal im höchsten Maße ungünstig, muss man sagen. Ja, das kommt nicht so gut. So, bevor wir jetzt weiter quatschen, nochmal ganz schnell. Es war gerade der Wunsch im Chat, dass wir den Charakter gemeinsam erstellen. Ich fange jetzt ja auch gerade mitten in der Charaktererstellung an. Könnt ihr eigentlich den Spielsound ganz gut hören? Läuft das? Müsste eigentlich gut übertragen werden, glaube ich. Ein bisschen warten mit der Chatverzögerung, bis die Leute darauf reagieren können. Aber uns können, geht so. Ja, die Qualität ist leider noch nicht ganz so gut. Wir haben unten in der Stream-Seite unten einen Spenden-Button eingebaut, weil wir benutzen noch die Lite-Version des ganzen Stream-Variante und haben da leider nur einen eingeschränkten Audio-Codec. Aber ihr könnt das jetzt die nächsten Tage dann auch auf YouTube alles sehen, in 720p HD. Das läuft. Also, jetzt ganz schnell, ich möchte einen Char erstellen. Ihr sagt männlich oder weiblich? Männliche Katze, Kater oder weibliche Katze mit Hörnern? Ich weiß nicht, LGM, ob du es mitbekommen hast. Im Chat möchte jemand ein Kind von dir. Ein Kind von mir? ich bin fresh out of kids. Ich kann da überhaupt fresh nicht out of kids. Wunderbar. Okay. Ja, sorry, das tut mir leid. Aber trotzdem schön zu hören. Ja, das freut mich natürlich immer sehr. Genau, die hätten gern ein Kind von dir. So. Stimmt das? Ich sehe das gar nicht. Ach, da oben. Hallo, ich möchte ein Kind von dir, LGM. Achso, der Netzen möchte gern ein Kind mit der Mollewolle. Leute, also wir sind hier nicht auf der Single-Börse. Wir versuchen gerade Guild Wars 2 zu spielen. Vielleicht meint er auch den weiblichen Char. Das weiß man jetzt nicht genau. Ja, müssen wir mal gucken. Also, ja, einen Krieger. Gewünscht also wurde ein jetzt Krieger. Wenn ich mir meine Mollewolle anschaue, die sich da jetzt gerade entwickelt als Char, glaube ich, wird es sehr lustig, wenn die kriegt. So, sehr gut. Xalexi, also ich hab schon gesagt, also wir entscheiden das jetzt gemeinsam. Ihr seid jetzt ja im Livestream dabei und könnt jetzt einfach sagen, was ihr jetzt haben wollt. Also die erste Wahl war jetzt, dass wir einen Krieger spielen. Ich glaube, der Yoshi spielt einen Wächter. Jo. Kind wollen sie, das haben sie auch schon gesagt. Ja, ein Kind. Kinder machen wir jetzt nicht im Livestream. Nein, nein. Das läuft irgendwie nicht. Da kriegen wir Probleme mit YouTube, glaube ich. So, die Mollewolle spielt einen Waldläufer. Ja, oder eine Waldläuferin. Genau, und ich werde den Krieger wählen. Und mal gucken, dass wir hier gleich du loslegen. Kannst ja gar nicht tanken. Ist ja gar nicht so wichtig. So, ich habe auch gerade eben Krieger gespielt. Ich habe nämlich eben schon eine Stunde Char aufgenommen und da habe ich auch einen Krieger gespielt. Okay. Der sieht genauso aus wie der da, der jetzt gerade im Livestream eingeblendet wird. Ja, ist der nicht schön? Soll ich ihn mal ausziehen? Oh. Nein. Das ist hier. Gibt es eigentlich Emotes? Also so, keine Ahnung. Die sind noch nicht drin. Die Emotes sind noch nicht drin. Also die Emotes kommen. Aber die sind noch nicht drin. Wir sind im Teamspeak. Nee, im Teamspeak. Wir sind im Skype, sind wir drin. War die Frage. Und, was wird's bei euch? Männlich, weiblich? Weiblich natürlich. Ich habe noch nie einen männlichen Char gespielt, außer meinen untoten Schurken damals. Ich hab jetzt aber irgendwie sehe ich den Unterschied nicht so ganz bei den Katzen, ehrlich gesagt. Ich glaube, der Hals bei den Männern ist, der Oberkörper ist einfach breiter und länger. Ihr müsst mal jetzt irgendwie sagen, was euch gefällt. Ja, dann frag mal. Ein WoWler. Also Yoshi hat auch schon die erste Liebeserklärung bekommen jetzt. Oh Gott, ich muss weg. Alles nur, weil du World of Warcraft spielst. Ich glaube, wir nehmen mal so eine braune Katze. Schreib mal was dazu, was wir jetzt nehmen sollen. Vielleicht nehmen wir die braune Katze, nehmen wir ein bisschen. Oh ja, wir machen eine gelbe Katze. So eine richtig verdammt angepisst gelbe Katze. Hot. Bist du nicht scharf, Junge? Bist du, also. Alles sieht richtig gut aus, genau.
Molle, Wolle, bist du eigentlich schon da? Ja, ja, ich rede doch schon die ganze Zeit. Nein, ich meine wo, im Spiel meine ich. Also, nein, ich bin doch noch am Erstellen. Ich dachte, wir erstellen noch alle zusammen. Ich hab schon längst erstellt. Ich weiß nicht, wie lange ihr Charles erstellt. Ich weiß nicht, ich wollte einfach noch ein bisschen warten. Soll ich eigentlich charismatisch sein, würdevoll oder wild? Keine Ahnung, charismatisch? Ja, hätte ich jetzt was bringt das eigentlich, also diese, was man da einstellen kann? Weil ich mache eine Zebrakatze! Wie geil ist das bitte? Eine Zebrakatze! Die muss ich, also da können, Entschuldigung, das, jetzt funktioniert es nicht mehr. Also es war schwarz-weiß gewünscht, wir machen jetzt uns eine Zebrakatze, weiter geht's. Der Marv eskaliert, das ist das gut. Ist doch super, eine Zebrakatze. So, können wir noch ein bisschen das Gesicht aufpimpen, ja, so, na, vielleicht den. Ich würde sterben für meinen Trupp. Da gibt's noch. Da gibt's so Diablo-Hörner gibt's für den. Die sehen ganz cool aus. Da steht gerade, ich würde sterben für meinen Trupp, besonders für Marferik. Genau, für Marferik. Einerseits wollen die Leute direkt an Top Gun denken. Kennt ihr Top Gun, Maverick? Klar. Klar, ja. Ja, das, naja. Deswegen habe ich den auch gewählt. Die anderen kannte ich nicht. Das Einzige, also so ein bisschen Umgewöhnung ist es schon. Also so ein paar Keyboard-Shortcuts haben sie nicht ganz gleich gelassen, aber so im Großen und Ganzen geht's eigentlich. Genau, auch während ich jetzt mal gerade die Klappe halte und ihr die anderen im Hintergrund hört, im Chat wird jetzt immer vorgeschlagen, was für eine Frisur wir nehmen sollen. Also wir machen das ja gerade zusammen. Wir haben eben gerade das zweite Gesicht gewählt für unsere Zebrakatze. Müssen wir mal gucken, was wir jetzt von denen nehmen. Also die sehen alle nicht so wahnsinnig berauschend aus. Wir können auch eine Glatze nehmen. Sieht ein bisschen hygienenmäßig aus. Das hat doch was. Ein Zebra mit Glatze. Das musst du dir mal vorstellen. Ein Zebra mit Glatze. Mit einem roten Irokesen. Ach ja, falls es irgendjemanden interessiert, was man so so Grafiktechnik, also beziehungsweise so ja, als Hardware haben sollte. Also ich glaube, ich bin immer noch so am schlechtesten von uns allen aufgestellt, hardware-technisch. Und ich spiele jetzt mit einem 3-Kern-AMD-Prozessor und 4 GB Arbeitsspeicher und einer alten HD 577 auf Mittel. Alles. Und es läuft. Das läuft. Schön, schön. Das klingt gut. Ja, wasserstoffblond. Junge. Sag mal, Yoshi, bist du eigentlich der Yoshi, der ab und zu mit dem Jisoo mal was zusammen macht? Nee? Da gibt's nämlich auch, okay, da gibt's auch einen Yoshi, der Jisoo macht da ab und zu mit dem auch einen Livestream. Deswegen dachte ich jetzt, das wäre ja witzig, wenn sich da jetzt der Kreis wieder irgendwie schließen würde. Okay, dann ziehe ich die Frage hiermit offiziell zurück. Nee, diesmal nicht. Diesmal nicht. Sonst schon, oder was? Wir haben festgestellt, dass sich teilweise Überschneidungen in bekannten Kreisen ergeben haben, die wir so nicht haben sehen können. Ach so, also von ja, Marv und mir. Das ist natürlich witzig. Das ist gut. Also auch bei was so bei Spielern und sowas weiter angeht. Ja, klar. Ja, cool. Aber das sieht gut aus jetzt hier mit diesen. Das sind natürlich noch deluxere Hörner. Ja, das ist der Super Saiyajin. Zebrakatzen-Marv. Also oben rechts, die machen wir oben rechts. Ich glaube, das waren die Diablo-Hörner, die ich meinte. Ich weiß es gerade, ich kann es nicht ganz genau erkennen. Ja, genau, die sind doch so ein bisschen Diablo-mäßig. Die fand ich ganz cool. Ah, dann nehmen wir die. Der sagt die vorletzte. Also die finde ich richtig heiß hier. Der sieht richtig fies aus. Ach so, das kommt immer so ein bisschen mit Verzögerung. Die man jetzt sieht, ja, die so nach hinten, die gerade nach hinten gehen, meinst du? Die gefallen mir. Okay. So, die lassen wir jetzt. So, die Gesichtsdetails, da machen wir jetzt nichts. Das wird jetzt irgendwie zu viel sonst. Ich gebe ihm grüne Augen. Entschuldigung, darf ich kurz unterbrechen? Ist Isla einer von euch? Ja, das bin ich. Ah, okay. Nicht, dass ich da jetzt in eine fremde Gruppe gehe, der sich denkt, Molle Wolle hört sich doch nett an, die laden wir gleich mal ein und schon bin ich dann in einer ganz anderen Gruppe drin. Das wollen wir natürlich nicht. Ja, hallo übrigens, ne? Und dann wir verschwinden dann mal ganz schnell in den Keller und Dim, 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 dim. So, jetzt hab ich eine Zebrakatze, die ist komplett angezogen. Das sieht doch auch wieder blöd aus. Müsst ihr euch mal angucken im Stream, was habe ich denn für einen Hut auf? Was ist denn das? Den kannst du gleich ausziehen übrigens. Also man kann gleich auswählen, ob man mit Hut durch die Gegend läuft oder nicht. Und da kannst du auch sagen, ich laufe immer ohne Helm rum. Dann ist das wieder weg. Aber die Rüstung behältst du natürlich an.
Ja. Definiert mal bitte die Farbe der Rüstung. Also ich habe pro Slot 3 verschiedene Farben, glaube ich. Ja. Ihr müsst einfach mal in den Chat schreiben, 3 Farben jetzt, die ich jetzt ohne Farbe, ohne Rüstung geht nicht. Schwarz gibt es nicht. Es gibt nur so ein dunkles. Ich glaube ja, Isla ist mit dem Hirsch gekreuzt worden. Mir ist aufgefallen, dass die weiblichen Chars keine Brüste haben. Naja, Katzen mit Brüste. Hey, hallo, also in Albion, ja, in Albion hatten die Katzen Brüste. Und auch in EverQuest 2 hatten diese komische Katzenrasse hatte auch Brüste, wenn man den weiblichen Char gespielt hat. Also, ja, ne? Das Körbchen AA, das sieht man einfach nicht. Körbchen AA, okay. Die trägt bestimmt einen guten Sport-BH, der drückt das alles dann so platt und dann passt das wieder. Ja, aber schau, Netzen hat recht, in WoW haben auch die selbst die Taurenbrüste. Also, das kann nicht am Fell liegen. Sind die denn auch behaart? Hast du da mal recherchiert? Das liegt wahrscheinlich einfach daran, dass ihr nicht abgelenkt werden solltet und nicht dauernd der Molle-Wolle sonst wohin schaut, nicht wahr? Sondern dass ihr euch aufs Spiel konzentriert. Wieso? Ich spiele doch auch einen weiblichen Char. Ach so, ja, naja, naja. Ja, aber ehe du immer mit der Kamera nach vorne gedreht durch die Gegend läufst. Ja, genau. Ich sehe nicht, was vor mir passiert, ich gucke nur nach hinten. Wie war das? Ich habe einen guten Grund. Wie war das in WoW? Alle erstellen sich erstmal einen weiblichen Nachtelfen. Und dann wird erstmal getanzt. So, jetzt braucht der Super Saiyajin Zebra Katzen Hörner Marv in Rot-Weiß einen passenden Namen. Haut ihn einfach mal rein in den Chat, wie er euch am liebsten, wie ich am besten heißen sollte. Son Goku, ja. Son Goku wird sicherlich nicht gehen. Ich habe gerade schon mal versucht, im Internet nach Zebra-Namen zu recherchieren, habe aber nichts Tolles gefunden. So, jetzt kommen wahnsinnig viele Dragon. Den nehme ich. Die Zebra-Katze, der hat's raus. Wir nennen ihn einfach den Zebra-Streifen-Marv. Zebra-Streifen. Oh, ob das von der Länge oder passt? Oder einfach Zebra-Streifen. Zebra-Streifen-Marv. Oh, das ist ja Wahnsinn. Das läuft. Wir sind online. Zebra-Streifen-Marv lebt. Der Name wird bereits verwendet. Das hätte ich jetzt sehr gut gefunden. Aber ich sag mal so, also der Namensfilter scheint nicht sehr effektiv zu sein, weil ich sehe hier zum Beispiel einen Stone Sore rumlaufen, also Bandnamen und alles, das geht irgendwie wohl. Also ich habe auch schon MySQL gesehen, der ist auch schon rumgelaufen. MySQL? Ja. Ja, dann nenne ich mich das nächste Mal PHP 5.4. Bist du jetzt fertig? Ja, ich bin noch im Introfilm. Ach so. Also man versteht den zwar kaum, aber man kann unten ganz schön den Text lesen, der unten steht, weil wir einfach zu laut quatschen. Mach den Film weg! Ey, lass den Film bitte da, weil dann kann ich mir nämlich mal anschauen, weil ich habe den noch nicht gesehen, ich habe den immer geskippt. Die Blutlegion ist meine Mutter. Ich glaube, im Vollbild kann man es lesen. Wir Char sind in den Kampf geboren. Wir leben auf dem Schlachtfeld. Ich werde im Kampf. Hast du den Stream nebenbei laufen bei dir? Im Moment nicht, nee. Achso. Ich habe ihn laufen. Achso, dann kannst du mir sagen, wie viele Leute schauen gerade so zu? Das siehst du bei der Zahl, bei diesem roten Männchen. Ja genau, da ist kein rotes Männchen. Ach so. Gerade. Da war eben noch ein rotes Männchen, aber im Moment ist ja kein rotes Männchen. Plötzlich haben alle ausgemacht. Und da steht eine 25 daneben. Hallo Leute, schön, dass ihr alle zuschaut. Finde ich super. Ja, ich auch. Bist du fertig? Nein, ich bin immer noch im Film. Marv, bei dir blitzt es irgendwie wieder. Ja, das hast du doch neulich schon mal getan. Ich weiß auch nicht, das könnte an der Light-Version liegen, die wir hier benutzen. Die wir abnutzen. Verstehe. Das ist so ein Live H264 Encoder oder was macht der? Ja, ich weiß auch nicht. X264 soll das sein. Aber ja. Wir nutzen halt nur die Lite-Version, die es halt kostenlos gibt. Und da ist halt die Audioqualität nicht so wahnsinnig gut und die Soundqualität
die Filmqualität wird bei der Vollversion dann auch besser. Nicht viel, weil wir haben halt nur eine 16.000